Und damit herzlich willkommen hier bei Habo Olympia 2020, der Neuauflage von 2016. Hashtag im Zeichen der Ringe. Viel Spaß hier auf Marchip TV und im habo.de. So, nach dem kleinen Skandal, was ihr gesehen habt, geht's jetzt endlich los mit dem Langlauf bzw. Staffellauf. Jetzt aber wirklich und jetzt auch mit ein paar wenigen Teilnehmern, also jetzt mit 3 an der Zahl und nicht 4. Jetzt hier mit, ich glaube, Jamaika, Japan, Skinner 59 für Deutschland und ganz vorne Bubu Boy für die Türkei. Wird jetzt auf jeden Fall sehr spannend. Was passiert jetzt hier? Wird das jetzt wieder so ein Reinfall? Ich denke nicht. Jetzt läuft es, denke ich, auch ein bisschen besser als vorhin. Türkei allerdings ganz sicher auf Platz 1 nach ja, fast der ersten Runde. Für die anderen sieht es da schon wieder ein bisschen enger aus. Wobei man sagen muss, die anderen, die für Türkei spielen, sind ja auch gleich noch dran. Und die müssen das dann irgendwie ins Ziel fahren. Erster also jetzt Türkei nach der ersten Runde. Welch Überraschung. Zweiter ist Jamaika und dritter ist Deutschland. Und ganz hinten, so sieht es nämlich aus, ist, glaube ich, Japan oder Australien. Ich habe gerade gar keinen Plan. Ah ne, Panama ist das, liebe Leute. Das ist, glaube ich, Panama. Ich glaube, das ist Panama. Wir werden es jetzt ja gleich sehen. Also Bubu mit dem ersten Fehler, okay. Ne, Japan ist das, okay. Noch ein Fehler von Bubu. Was ist da los? Ist Bubu gerade ein bisschen nervös? Oder gibt's da die ersten Lags für Bubu? Oder macht das nur spannend? Jetzt auf jeden Fall Skinner. Du kannst ihn jetzt einholen, Junge. Mach es. Hol Bubu Boy doch ein. Let's go. Ihr seid noch alle gut dran. Bis auf Japan. Ich glaube, Japan kann man jetzt schon vergessen. Hier in dieser Runde. Und Skinner versucht da jetzt den zweiten Platz zu festigen. Die anderen stehen da schon. Sieht jetzt schon ein bisschen geordneter aus als vorhin. Japan muss aber gleich noch laufen. Eine Runde muss Japan gleich noch laufen. Das ist wichtig. Macht Bubu jetzt nochmal Fehler? Aber ich glaube nicht. Nein, er macht das ganz souverän. So wie man es halt von Bubu Boy kennt. Ein Teufelskerl, dieser Typ. Jetzt ist Togevanes dran für die Türkei. Deutschland spielt jetzt mit Selle TV und zum Schluss kommt für Deutschland noch Willi. Wow. Okay, aber jetzt möchte Selle, glaube ich, noch ein bisschen Punkte machen für Deutschland. Macht das gar nicht schlecht. Kommt er gut durch. Togevanes hatte gerade auch seine Schwierigkeiten hier beim ersten Video. Wow. Und ja, Aileen muss jetzt noch warten, ist bisher Vierter. Oh nein, Fehler, aber das könnte eventuell doch noch was werden. Selle, komm schon, komm da durch. Ja, stark, stark für Germany. Deutschland noch ganz gut dran an Türkei, was ja auch wichtig ist. Selle TV möchte da noch irgendwie hinterherkommen. Macht das nicht schlecht. Er macht das sehr gut. Und ja, wieder einer, der weggegangen ist. Ich weiß nicht, kann Flower jetzt noch laufen? Ich glaube, Aileen muss leider raus. Japan schon wieder mit einer Disqualifikation. Das ist echt beschissen. Ach man. Das ist blöd. Türkei immer noch auf 1, auf 2 Deutschland. Und auf 3 ist Jamaika. Mit einer recht guten Leistung im Moment. Also die nächsten gehen jetzt schon mal rein. Gleich gibt es also die nächsten Runden. Wobei Togevanes macht es echt clever. Oder bleibt er jetzt beim Banzai stecken? Nein, er macht das ganz gut. Selle aber bisher ein guter Zweiter. Wahrscheinlich war es das für
Japan jetzt. Insgesamt, da war die Möglichkeit da für Flower zum ersten Mal eine Medaille zu holen. Schade. Ganz, ganz schade. Deutschland kommt durch, ja. Jamaika auch. Und jetzt kommt der nächste Türke. Die nächsten Runden. Und jetzt läuft Willi. Let's go, Willi. Er kommt nicht gut durch. Er kommt nicht gut durch. Das ist nicht gut. Deutschland jetzt im Moment auf 3. Oh Mann. Türkei hat es, denke ich. Türkei ist, glaube ich, ganz easy durch und dann wird es auch ganz sicher, denke ich mal, reichen für Türkei. Medaillenspiegel ist natürlich noch nicht entschieden, aber das wird super schwer, da noch irgendwie ranzukommen. Ach Mann, heute waren so viele Hoffnungen da, dass Deutschland da irgendwas holt oder ein anderes Land. Aber im Moment, ja, ist es halt leider noch nicht so weit. Im Moment Türkei ganz klar eine abgezockte Truppe. Jamaika macht das aber auch nicht schlecht. Johanni läuft das echt gut. Ja, Willi hat jetzt Pech bei Banzai, kommt da jetzt aber gut weg. Hauptsache dranbleiben, das ist wichtig. Wichtig einfach dranbleiben. Eine Runde kommt jetzt noch für die Türkei und dann gibt es nochmal einen Wechsel. Dann kommt Bubu Boy gleich wieder rein. Ach Mann. Also das wäre jetzt ein Wunder, wenn Türkei irgendwie noch eingeholt wird. Das wäre wirklich der Wahnsinn, wenn das noch klappt. Ich habe da auf jeden Fall meine Bedenken. Für Deutschland ist natürlich Bronze auch ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht, weil man dieses Jahr schon was holen wollte. Silber war da eigentlich Minimum das Ziel, was dieses Jahr halt ein bisschen, ja, außer Bahn geglitten ist, würde ich mal sagen. Also irgendwie fehlt da ganz viel. Aber jetzt kann Deutschland eventuell noch was machen. Deutschland kann da eventuell noch rankommen. Jetzt aber die ganz starken Marco, Bubu Boy und Skinner 59. Marco ist eventuell jetzt dran am Bubu. Also das wird auf jeden Fall noch ein Gigantenduell hier zwischen den beiden. Bubu macht keine Fehler. Marco, macht er Fehler? Das ist die Frage. Nein, macht er nicht. Jetzt muss er aber, nee, davor auch nicht stehen, vor den Pyramiden. Da hat er Glück gehabt. Skinner versucht da irgendwie noch ranzukommen. Darf jetzt auch keine Fehler mehr sich erlauben, sonst war es das ganz eindeutig für Deutschland hier bei dem Rennen. Immerhin natürlich eine Bronzemedaille von 4 Leuten. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt eine Meisterleistung, aber man muss ganz klar sagen, Medaille ist Medaille. Deswegen kann man da jetzt auch unschwer sagen, dass das scheiße war, aber ja, man wollte halt Gold holen. Na, das war ganz klar das Ziel. Passiert ist jetzt nicht so wichtig, aber natürlich für diesen Spiegel ist es jetzt eng. Aber jetzt geht es ja auch noch für Jamaika um was, weil Bubu Boy wird gerade eingeholt und dann kommen diese scheiß Pyramiden. Das gibt's einfach nicht. Und so kann man richtig aus der Bahn geworfen werden hier. Deutschland spielt jetzt erstmal gegen Marco. Und ich glaube, jetzt läuft die letzte Runde hier bei diesem Staffellauf. Und danach ist Schluss, ihr Lieben. Danach ist Feierabend hier. Und dann ist das Rennen beendet, was am Anfang schleppend gelaufen ist mit dem Fehler. Hier lief es dann schon besser, aber Japan war trotzdem irgendwie raus. Und jetzt, was passiert jetzt? Kann Deutschland noch Silber holen? Boah, Silber wäre jetzt sehr gut. Aber auch das
bleibt leider verwehrt und damit gewinnt Türkei auch den Staffellauf und zweiter ist damit Panama. Herzlichen Glückwunsch, Deutschland leider nur Dritter. So, liebe Leute, wir sind jetzt bei der Siegerehrung. Tut mir leid, dass es jetzt alles so kuddelmuddelmäßig war. Ja, ihr habt das jetzt wahrscheinlich alles nicht richtig mitbekommen. Es gab gerade noch einen Videobeweis, wo es darum ging, ob Marco nur zwei Runden gelaufen ist. Alles war korrekt. Ja, wir standen jetzt hier wirklich 40 Minuten und haben diskutiert. Und ja, im Endeffekt sind wir dann zum Ergebnis gekommen, dass nichts Schlimmes war. Deutschland bleibt also auf Platz 3. Zweiter ist Jamaika und auf 3 ist Türkei. Auf 1 ist Türkei. Entschuldigung. Dritter natürlich Deutschland. Ja, liebe Leute. Also, ihr wisst Bescheid. Morgen bin ich dann weg. Ich bin woanders in Niedersachsen. Das bedeutet, ich bin dann eventuell morgen mit am Start bei den Videos. Sonst müsst ihr bei Base TV, Talk Games and More vorbeischauen. Da geht es dann weiter mit den Videos, falls ich nicht dabei bin. Wir hatten heute schon mal ein Video gemacht und da lief es dann nicht so gut hier mit den ganzen Leuten, die hier teilgenommen haben. Deswegen tut mir leid, dass ich das nicht mehr gezeigt habe. Es ist einfach zu viel Kuddelmuddel. Deswegen gibt es jetzt nur das hier, das Finale, was ich noch gezeigt habe. Es waren heute über 30 Leute da. Konnte ich euch auch nicht zeigen. Es war eigentlich ein schöner Abend und dann hat sich das ein bisschen alles negativ entwickelt. Ist aber nicht schlimm. Morgen geht es dann weiter und ich hoffe, ihr seid dann dabei bei Military Obstacle Course. Bis dahin, ciao.